Bunte Lichter, geschmückte Bäume. Der Duft von gebrannten Mandeln und Schmalzgebäck liegt in der Luft. Glückliche Familien, glückliche Paare, überall glückliche Menschen. In Lottersbach gibt es jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt. Auch ich lass mir dieses Fest nie entgehen. Obwohl es schon Ende November anfängt, möchte ich mich von der weihnachtlichen Stimmung mitreißen lassen. Es ist einfach ein großes, glückliches Zusammensein. Ich folge der Menschenmenge. Man kann sich nicht einfach an ihnen vorbeidrängeln, vor allem nicht als Weihnachtsmann. Außerdem habe ich es auch gar nicht eilig. Um mich herum bemerke ich Kinder, die mich mit großen, ungläubigen Augen angucken. Ich schreite erhoben an ihnen vorbei. Bei jedem Schritt klingelt mein mit Glöckchen besteckter Mantel und die Geschenke in meinem alten Leinsack klappern. Rechts gibt es Glühwein und Kinderpunsch. Die Erwachsenen nicken mir freundlich zu. Sie sind dankbar, dass sie nicht in dieser Verkleidung herumlaufen müssen. Allerdings mache ich es ja gerne. Diese gewisse Aufmerksamkeit, diese mystische Stimmung, die man erzeugt, und das einfach nur durch die bloße Anwesenheit. Das gefällt mir am allermeisten. Das ganze restliche Jahr über bin ich alleine und unbedeutend. Irgendwann komme ich an einem Brunnen vorbei. Es sind nur drei Wasserspeier, angeleuchtet durch eine weihnachtliche Dekoration. Doch das Plätschern und die funkelnden Wassertropfen in der Luft machen es zu meinem Lieblingsort in Lottersbach. Ich setze mich auf eine Bank neben dem Brunnen und schultere den Rucksack ab. Jetzt heißt es warten. Warten auf die Kinder, die unbedingt mit dem Weihnachtsmann reden wollen. Die unbedingt sagen wollen, dass sie doch das ganze Jahr artig waren. Und natürlich wegen den Geschenken. Hauptsächlich wegen den Geschenken. Aber was wäre ein Weihnachtsmann ohne Geschenke? Ein alter, faltiger Mann in einem hässlichen Anzug, der wildfremde Kinder auf seinem Schoß sitzen lässt. Die Geschenke lenken die Aufmerksamkeit nur noch mehr auf mich. Nach wenigen Minuten kommt schon das erste Kind. Es ist ein junges Mädchen, sehr schüchtern, doch sie zieht zielstrebig ihren Vater hinter sich her. Ich frage, wie sie denn heißt. Paula. Oh, das ist aber ein schöner Name. Warst du denn immer artig? Natürlich warst du das. Ho, ho, ho. Hier, das ist für dich. Ich krame in meinem Leinensack und hole eine Barbiepuppe heraus. Sie trägt ein pinkes Kleid und hat blonde Haare. Paula greift danach und bedankt sich höflich. Der Vater nickt mir freundlich zu und grinst, doch als er mit seiner Tochter weitergeht, verschwindet das Lächeln sofort. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, denn ein Junge zupft an meinem Mantel. Er fragt, ob ich der Weihnachtsmann sei. Ho, ho, ho. Natürlich, mein Junge. Wie heißt du denn? Er heißt Felix. Das ist aber ein schöner Name. Auch er ist immer artig gewesen. Natürlich war er das. Nur Kinder, die nichts zu Weihnachten bekommen, sind unartige Kinder gewesen. Also alle, die arm sind. Wie aufbauend. Ich hole aus dem Sack ein weiteres Geschenk. Es ist ein blaues Rennauto. Der Junge springt hoch und reißt es mir förmlich aus der Hand. Er freut sich darüber. Es ist die ungetrübte kindliche Freude. Diese Unschuld. Das macht Weihnachten für mich aus. Das Leuchten in fröhlichen Augen lässt oft tief blicken. Ohne sich noch einmal umzudrehen, rennt der Junge zu seinen Eltern. Ich nicke langsam. Der Weihnachtsmann ist nur wichtig, wenn er Geschenke hat. Immerhin hat Felix nicht gefragt, ob er noch ein Geschenk haben kann. Da sind doch so viele in dem Sack. Dann kommt wieder ein Mädchen vorbei. In ihrer Hand hält sie einen Schoko-Weihnachtsmann, den sie schon zur Hälfte aufgegessen hat. Ihr Mund ist mit den geschmolzenen Resten verschmiert. Sie stellt sich vor mich, verschränkt ihre Arme und guckt mich grimmig an.
Hohoho, na, wer bist denn du? Du bist nicht der Weihnachtsmann. Hoho, oh, doch, natürlich, kleines Fräulein. Siehst du nicht den Mantel und die Mütze und den Bart? Guck mal, ich hab sogar Geschenke vom Nordpol mitgebracht. Ich krame in meinem Schrank und hole ein weißes Pony raus. Ich möchte es ihr in die Hand drücken, doch sie schlägt leicht meine Hand zur Seite. Das hat der andere, der echte Weihnachtsmann, auch gesagt. Sie beißt von der Schokolade ab und schmatzt. Und immer noch guckt sie mich an. Ich bin wirklich verwundert über den Mut der Kleinen. Dem Weihnachtsmann zu sagen, dass er kein Weihnachtsmann ist, kann einem schließlich die Geschenke kosten. Es gibt nur einen Weihnachtsmann, Fräulein. Und das bin ich. Das hat der andere auch gesagt. Und er hatte auch einen Bart und einen Mantel. Und er verschenkt Schoko-Weihnachtsmänner. Ich blicke das Mädchen verwirrt an. Einen anderen Weihnachtsmann? Wo denn? Der sitzt vor dem Einkaufszentrum und ist viel netter als du, sagt das Mädchen und läuft weg. Es gibt nur einen Weihnachtsmann. Mich. Wer auch immer der andere Weihnachtsmann ist, es ist nicht der Richtige. Es ist jemand, der, genauso wie ich, die Aufmerksamkeit sucht. Nur mit dem Unterschied, dass er lügt. Er klaut mir die Aufmerksamkeit. Und noch schlimmer, er bringt die Kinder zum Nachdenken. Wenn es auf einem kleinen Weihnachtsmarkt bereits zwei Weihnachtsmänner gibt, wie viele Weihnachtsmänner soll es dann auf der gesamten Welt geben? Ich stehe auf und verteile die restlichen Geschenke um den Brunnen herum. Wenn ein Kind vorbeikommt, dann kann es sich einfach eins nehmen. Nur weil ich wütend auf jemanden bin, darf ich nicht vergessen, weshalb ich eigentlich hier bin. Dann gehe ich den Weihnachtsmarkt wieder entlang. Hallo Weihnachtsmann. Hallo mein Kind. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss zurück zum Nordpol. Ich gehe vorbei an den ganzen Ständen, die Essen und Trinken zu völlig überteuerten Preisen anbieten. Die Menschen schlachten das Geschäft einfach so pervers aus. Zum Glück bin ich da anders. Ich gehe an dem großen Weihnachtsbaum in der Mitte des Marktes vorbei. Die Tannenzweige und die goldenen Kugeln sind mit einer seichten Schicht Kunstschnee überzogen worden. Es sieht schön aus, sehr heimatlich. Doch ich habe keine Zeit. Ich stampfe jetzt an den Menschenmengen vorbei. Mir wird sogar nachgerufen, was mir denn einfiele. Dann irgendwann sehe ich ihn. Der Mann, der sich als Weihnachtsmann ausgibt. Er gibt einem Jungen gerade einen Schoko-Weihnachtsmann und lässt sich mit ihm von seinen Eltern fotografieren. Unter seinem angeklebten Bart kann ich sehen, dass er alt ist. Ein alter, einsamer Sack. Er verrottet den Rest des Jahres bestimmt in seiner versifften Wohnung und muss sein Geld zählen, damit er über die Runden kommt. Versager. Der alte Mann bemerkt mich und fängt an zu lachen. Dann winkt er mich freundlich zu sich. Ich gehe auf ihn zu und reiche ihm die Hand, während es in meinem Kopf brodelt und ich einen Plan ausmache. Einen wunderschönen Advent, Herr Weihnachtsmann. Guten Abend, Santa. Du bist also auch unterwegs, wie? Es freut mich über zu sehen, dass es mehr Menschen gibt, die den Kleinen eine Freude machen wollen und den Zauber der Weihnachtszeit erhalten möchten. Wieder kommt ein Kind vorbei und holt sich einen Weihnachtsmann ab. Ja, ich dachte mir, dass ich mit Schokolade wirklich jedem einen Gefallen tue. Ich lache. Dieser alte Mann ist die Personifikation von gestellter Freundlichkeit. Widerlich. Abartig. Er nimmt mir alles, für das ich überhaupt existiere. Ich wurde von dem Großen und dem Unbekannten erschaffen, um den Kindern eine Freude zu bereiten und zu beschenken. Ich arbeite das ganze Jahr am Nordpol und baue Spielzeug. Wenn es solche Menschen gibt, weshalb existiere ich dann überhaupt? Ich bin unendlich. Ich existiere schon immer und beschenke und beschenke. Früher hat mich noch jeder ernst genommen. Doch jetzt nicht mehr. Jetzt stehe ich neben einem Fake-Weihnachtsmann, der mich durch seine trüben Augen betrachtet. Wir sollten uns zusammentun. Dann kommen bestimmt noch mehr Kinder. Ich habe auf einem Hof nicht weit von hier mein Rentier angeseilt. Es büxt immer aus und fliegt durch die Gegend.
Es kostet mich eine ganze Menge Zeit, Rudolf wieder einzufangen. Das können Sie mir glauben. Jedenfalls könnten wir ihn auf den Markt holen und Kinder auf ihm reiten lassen. Oh, mein Bester, Sie sind wirklich in der Rolle drin. Aber ein Pferd ist tatsächlich keine so schlechte Idee. Es ist kein Pferd, es ist ein Rentier. Gut, gut. Ich helfe dem alten Mann auf und nehme seinen Leinsack. Er ist immer noch zur Hälfte gefüllt. Zusammen verlassen wir den Weihnachtsmarkt und biegen auf einen Trampelpfad ein. Lottersbach ist wirklich kein großes Dorf, doch die Parkplätze sind immer voll, vor allem bei einem so harmonischen Weihnachtsmarkt. Der Weg wäre matschig gewesen, wenn es nicht die Nacht vorher so gefroren hätte. Hinter mir höre ich den alten Mann schnauben. Für ihn und seiner fetten Plauze ist es bestimmt ein ganz schöner Kraftakt, die paar Meter zu gehen. Ich bin erstaunt über die grenzenlose Naivität von dem Alten. Nur weil ich einen Mantel trage, kann man mir nicht sofort vertrauen. Nach einigen Minuten kommen wir an dem Stall an. Es ist nur eine kleine, fast eingefallene Holzhütte, doch Rudolf findet darin seinen Platz. An einer Seite des Schuppens habe ich Feuerholz gestapelt, damit mein Lieblingsrentier nicht frieren muss. Dann zeigen Sie mir mal Ihr Pferd. Ich mache die Tür zum Schuppen auf. Rudolf liegt im Stroh, doch erhebt sich, als er mich sieht. Er stapft auf mich zu und lässt sich von mir seine Schnauze streicheln. Das ist er. Das ist mein Rudolf. Nun, es ist ein Pferd und kein Rentier. Außerdem sieht er wirklich nicht sehr gesund aus. Ist er krank oder wieso ist er so mager? Rudolf ist das gesündeste Rentier, das es überhaupt gibt. Der alte Mann kann mir als Weihnachtsmann nicht das Wasser reichen. Seine Augen sind so kaputt, dass er nicht einmal ein Rentier erkennt, obwohl er direkt davor steht. Es ist kein großer Verlust. Ich hole aus meiner Hosentasche ein Messer heraus, gehe auf den alten Sack zu und steche auf ihn ein. Er kann nicht schreien. Es kommen nur gurgelnde Geräusche aus seiner Lunge, die sich nach und nach mit Blut füllt. In seinen Augen spiegelt sich große Verwunderung wider, aber auch Schmerz und Trauer. Nach wenigen Sekunden und einem Dutzend weiterer Messerstiche ist er tot. Es kann nur einen Weihnachtsmann geben. Es kann nur einen Weihnachtsmann geben, der die Aufmerksamkeit der Kinder verdient hat. Ich blicke auf die Uhr. Es würde sich nicht lohnen, wieder zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Die Kinder sind bestimmt schon wieder zu Hause. Ich hole Feuerholz und eine Säge, entzünde ein wärmendes Feuer und zerschneide die Leiche des alten Mannes. Ein Bein für mich, den restlichen Körper für Rudolf. Zuerst hat er sich noch geziemt, das Menschenfleisch zu essen, doch Hunger ist der beste Koch und das gilt auch für die Rentiere von dem Weihnachtsmann. Ich brate und esse das Fleisch und lege mich dann ins Stroh. Es ist nicht so gemütlich wie ein warmes Bett, nicht mal so gemütlich wie ein Schneehaufen, doch immerhin ist es warm. Ich hole ein Tütchen Koks aus meiner Tasche und schnupfe eine Nase. Es ist schön, der Weihnachtsmann zu sein. Die Kinder lieben mich. Ich bin der Beste.